Hallo, hier sind wir drei wieder, nicht von der Tankstelle, sondern von defi.jetzt. Und jetzt machen wir ganz kurz die Zusammenfassung, was uns in Erinnerung geblieben ist nach dieser langen Diskussion über digitales Zentralbankgeld. Federmann. Ja, hallo erstmal an alle. Hallo Thor, hallo Ralf. Was ich für heute in Erinnerung habe, ist, dass es eine sehr umfangreiche und sehr lange Diskussion war, die ich eigentlich so ganz schwer nur in Worte fassen kann. Die Dame von der Bundesbank tat mir ein bisschen leid. Die wurde hier wie so ein blutendes Stück Fleisch in einen Haifischkäfig geworfen. Ich fand dann gut ihre Sache. Man könnte ja auch mit lila Murmeln bezahlen in Deutschland. Das stimmt in dem Sinne ja. Also der Euro ist zwar gesetzliches Zahlungsmittel, der muss überall angenommen werden, ne? Aber jeder Händler kann ja auch entscheiden, was er selber nimmt. Jetzt hat ein Teilnehmer dann gesagt, dass er in Frankfurt zum Beispiel auch seine Bratwurst am Bahnhof auch in 5 verschiedenen anderen Währungen bezahlen kann. Mal gucken, wann man dort auch mit Bitcoin bezahlen kann. Ihr beiden habt das gut gemacht, möchte ich sagen. Also ich kann nur sagen, hört es euch in Gänze an, gerne diese Diskussion, die wir dann auch bei uns auf dem Kanal hochladen. Und da würde ich lieber mal an dich, Ralf, du als Teilnehmer, der das ja ein bisschen geleitet hat, gerne mal abgeben. Was blieb dir denn vor allen Dingen so als beste Aussage denn zurück? Wie gesagt, ich meine, ich habe es ja initiiert. Interessant fand ich in dem Vortrag, dass es wirklich mit Technologie möglich zu sein scheint oder möglich werden könnte, all die geforderten Eigenschaften eines digitalen Euros, also wirklich Privatheit, relative Anonymität, trotzdem Automatisierung und Einhaltung von solchen Mechanismen wie ich habe eine Obergeldgrenze für Bargeldbezahlung oder für monatliche Bezahlung oder ich habe eine Geldwäscheprüfungsmöglichkeit, das programmatisch, programmierbar abzubilden. Das ist interessant, auch wenn die es erstmal ohne Distributed Ledger gemacht haben. Von der technischen Perspektive, die haben sich eigentlich wirklich hingesetzt und gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und das war interessant. Von der Diskussionsrunde, meiner Ansicht nach, die war im Hintergrund von den Fragen, ich habe es ja wirklich vorbereitet, bin das durchgegangen, aber wir hätten das vielleicht noch ein bisschen besser lenken sollen. An der Stelle gab es wieder einen, der da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Der war das denn? Der Herr Alexander, der sich an einigen Stellen wirklich nicht im Zaum halten konnte. Aber das ist mir auch aufgefallen, ja. Jetzt aber das Aber. Wenn man nicht ein bisschen an einigen Stellen provokativ oder, sage ich mal, doch mit einer sehr harten Meinung da mal ein bisschen ein Gegenpol bildet, dann ist das gut. Aber wir sind ja immer noch in dem Kontext geblieben, dass wir nicht hergehen wie die wirklichen absoluten Bitcoin-Maximalisten, die sagen, alles andere außer Bitcoin ist schmutziges Geld. Ja, solche Dinge kamen nicht oder kommen auch nicht über unsere Lippen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man die wirkliche Wettbewerbsfähigkeit von Währungen, von Zahlungsmitteln und das, was Geld der Staat akzeptiert, das kam mir dann auch sofort. Ich kann nicht meine Steuern zahlen beim Staat. Ja, also die Akzeptanzstelle Staat nimmt nur diesen Euro, das alles andere ist nicht und damit ist eben vieles ermöglicht, das nicht möglich, um wirklich einen Wettbewerb herzustellen. Es sahen alle die Notwendigkeit für digitales Geld aus Firmensicht, gerade auch Digitalisierung, Maschinenzahlung, Mikropayment. Natürlich muss sich da sowohl beim digitalen Euro als auch bei den Kryptowährungen etwas ändern. Schon alles geeignet, alles viel zu teuer. In Summe interessant. Sollte weitergeführt werden und auch das Thema Bildung. Das ist ganz offensichtlich, obwohl der eine oder die eine der Meinung war, ja, die Bürger wollen das gar nicht wissen. Den muss man es einimpfen. Das ist Pflichtfach meiner Ansicht nach. Also diese Meinung toleriere ich nicht. Die wollen es nicht wissen. Ich sehe da, dass es gewisse Eliten gibt, die dafür sorgen wollen, dass genau diese Bildung, das Wissen nicht Bestandteil des allgemeinen Wissens wird. Da sehe ich unsere Aufklärung auch als Podcast, dass wir dort informierend, bildend wirken. Im Prinzip hast du eigentlich so ziemlich alles gesagt, was ich auch sagen würde. Allerdings, was für mich bemerkenswert war jetzt nicht die Aussage der Zentralbankerin, also der Bundesbankerin, dass die das Bargeld nicht abschaffen wollen. Das ist ja nichts Neues, erzählen sie schon die ganze Zeit. Sondern für mich war die Anmerkung,
dass programmierbares Geld die Banker nicht wollen, aber die Industrie will's. Ansonsten hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass wir, aber das können wir es beim nächsten Mal vielleicht machen, dass wir vielleicht überhaupt mal erstmal diskutieren, was wäre denn überhaupt die Aufgabe von mir aus Bürgersicht der Zentralbank? Was ist das mit der Geldwäsche und mit der Terrorfinanzierung? Interessiert mich das irgendwie? Nein, interessiert mich nicht. Es behindert mich. Mit der Inflation will ich das? Nein, will ich auch nicht. Bezüglich Bildung stimme ich dir zu und dann machen wir jetzt Schluss. Kommt in unseren Podcast rein, in das Blockchain-Café. Ist zwar ein bisschen lange Ausgabe, aber es gibt einen sehr guten Vortrag. Das Projekt des Quintetts ist sehr gut, eine sehr gute Idee. Welche Meinung ich dazu habe bezüglich der Umsetzung, müsst ihr euch in der Langversion anhören.